So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dom dabei. Yundog. Und wir gucken uns heute an, Vinota gegen Burn. Das ist auch so ein Matchup, das findest du auch sonst, glaube ich, nirgends. Doch, ist großartig. Vinota wurde das letzte Mal schon gesagt, ja, das ist kein Commander-Deck, das ist ein Legacy-Deck. Ja, und der geht richtig steil. Ja, und wird auch in nächster Zeit noch ein, zwei Mal auf dem Channel vorkommen, dass das Deck gezeigt wird, weil ich das Deck sehr, sehr cool finde. Auf der anderen Seite haben wir Burn. Und ich glaube, es ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon ein sehr ungewöhnliches Burn. Weil ich glaube, das Burn hat Lotus Petals. The fuck? Ich glaube, das Burn hat Lotus Petal. Und ja. Okay. Ist halt für ein Early Turn Swift, also Swift Spear plus, fünf Schaden erste Runde. Ordentlich. Sechs sogar. Stimmt, du hast ja noch den Trigger vom Petal. Ja. Sechs sogar, plus halt, da kommt noch mal First Turn Eidolon. Mm. Kann auch gut sein, gerade gegen sowas wie so ein Mississippi River, kann das ganz gut sein. Aber ansonsten, ja, ist ganz cool. Und ja, auf der anderen Seite Vinota halt ein weiß-rotes Human, Non-Human Matters. Ja, was sagt Vinota nochmal, wenn du mit einem Nicht-Human angreifst? Guckst du dir was ein Sechs, glaube ich, an und du nimmst einen Human davon und springst ins Spiel. Nee, ich glaube eine Kreatur. Nee, es muss, glaube ich, nicht Human sein. Echt? Was du ein Spiel bringst, muss nicht Human sein. Deswegen Non-Human, Human. Okay. Du musst mit einem Non-Human angreifen und einen Human ins Spiel bringen. Ach, stimmt, der Berserker da drin, der ist ja ein Human. Genau, der Berserker ist ein Human. Das ist dann aber halt kein Fury, glaube ich. Kein Fury, kein Rebel Master, kein Warboss. Deswegen wundert mich das gerade. Ja, und mit denen möchtest du ja die Kreaturen haben zum Ja, ja, wenn du da so sechs Trigger auf dem Board hast, freut sich Ja. Klassischer Burn-Start. Erstmal den. Und ein Chalice. Das will man natürlich nicht sehen. Aber der schmeckt. Also Burn hat jetzt gerade richtig Spaß. Das will man nicht sehen als Burn-Spieler. Würde ich auch nicht wollen, um ehrlich zu sein. Yes. Zweite Land ist ein City. Drei Mann. Man geht ihn nicht für den Chalice. Das verstehe ich nicht. Spannend. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Spannend. Ja, ich denke, man kann Burn racen, je nach Hand. Definitiv. Wenn die Hand jetzt noch irgendwie Mountain Vinota ist, würde ich das auch machen. Mhm. Einfach nur zum Beatdown. Vinota kostet nur 4, ne? Ja. Ja. Widerlich. Ja. Ja. Und sie ist tatsächlich, glaube ich, ein Berserker und Human. Wodurch du halt den auch auf Berserker legen kannst zum Teil. Also meinst du jetzt Carbon of Souls. Carbon. Genau. Das ist ein Karukas. Boxtopper Karukas. Yes, schönes. Yes. Und ein Riftbolt. Ist suspended. Ja, der macht jetzt ziemlich wenig. Ja. Wenn er jetzt wirklich ein Dings kommt, wird das echt eng. Wenn jetzt ein Vinota kommt, das kann halt jetzt richtig knallen dann. Ich sehe die Hände nicht. Nee, ist schwieriger. Man hat auf jeden Fall noch das Karkas auf der Hand. Kommt dann auf 4 Mana. Fetchland. Dann geht aber das eine Land drauf. Genau, da kann man vorher dann das noch für Mana tappen. Jetzt theoretisch nicht mehr. Aber wir sind ja tatsächlich auf dem FNM. Dementsprechend kann man es auch gerade noch so. Warte mal, du kannst auf den Trigger fetchen. Du kannst auf den Trigger wieder fetchen, das ist korrekt. Ja. Genau. Und dann zwei Mana tappen. Ja, und dann zwei Mana tappen. Ja. Und dann hat man 4 Mana für die Vinota. Vinota. Und wie wir alle wissen, steht das Win in Vinota für Gewinnen. Mhm. Wofür steht das Ota? Oder der andere. Mhm. Genau. Jetzt für 4 Mana wahrscheinlich, ja. Das sieht stark nach Vinota aus. Knallt dann richtig. Ja, das Shepard jetzt, ja. Dann geht man in den Combat. Das Starke ist halt, die muss nicht angreifen. Genau, sie muss nicht angreifen, sondern die triggert halt, einfach auf die Dings. Okay, dadurch, dass die halt tatsächlich dann Non-Humans, also Humans treffen muss beim Trigger. Ja, und sie halt Non-Humans braucht, um loszugehen. Ja, macht das, also die kann halt auch fizzeln.
Also ich weiß schon, dass ich gegen Dennis gespielt habe und der nur in einer Runde, der hatte mich mit 3 Kreaturen angegriffen und nur in einer Runde was gefunden hat. Hm. Der bowlt auf ihn, das macht natürlich Sinn, weil man so halt jetzt nur mit einem Goblin angreift, den Trigger von Minota hat. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die werden angreifend ins Spiel gebracht. Yep. Und das ist ein Seasoned Dungeoneer. Yep, der jetzt auch keinen Attack-Trigger mehr hat. Der hat keine Deck-Trigger, aber er hat einen ETB für den guten Dungeon. Ja, sehen wir jetzt wieder das Star Wars-Männchen. Yes, Stormtrooper eben. Ja. Dann triggert der, man holt sich einen Mountain. Auch hier wieder wunderschöne Länder, muss man einfach sagen. Diese Herr der Ringe. Ja, die Herr der Ringe-Dinger sind echt schön. Genau. Das heißt, man holt sich jetzt wahrscheinlich hier einen Mountain, würde ich sagen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Tarak hast noch auf der Hand für Weiß. Das ist schon gut. Ja. Jupp, Mountain auf die Hand. Gut, der Burn-Spieler Vinota ist 3 hinten, 4? 4. 4, okay. Dann. Einfach 4 mal 4, 4. Plus der Effekt. Ja, okay, dann ist das halt auch zum Removen für Burn ein bisschen schwieriger. Mm. Da muss jetzt schon der Rift Bolt da drauf gehen, plus ein weiterer Spell. Mm. Das ist nicht so sexy. Schwierig. Da würde ich schon fast darauf plädieren, den Rift Bolt auf den kannst du auch nicht. Den Rift Bolt auf den Token zu feuern, ist halt auch scheiße. Ja. Und der Dungeon ist halt 3-4. Macht Spaß und ist fair, ne? Hier wird kurz mal nachgerechnet. Wie viel Damage insgesamt gemacht wurde, sind 4 Damage plus einer. Geht auf 12. Hat man hier echt noch ein Out? Ja gut, das Out kann natürlich auch sein. Man haut jetzt einfach zu, der Gegner denkt, oh nein, ich habe Angst vor, dass meine Minota stirbt. Er lässt durch und macht dann irgendwie so Bolt, Pyroblast, nicht Pyroblast, der Rotländer opferst. Viermal uns opfern für 2 Mal uns opfern für 2 Damage. Ist doch Pyroblast, oder? Nee, Pyroblast ist der für ein rotes. Stimmt, ja, da war der Counter. Mhm. Ja. Genau, dann geht man weiter, 2 Marken darauf, zieht eine Karte. Also die da drauf oder auf Vinota? Ich würde die auf den Dungeon hier legen. Vinota ist sowieso schon gefährdet. Stimmt, ja. Jetzt ist die Frage, hat man einen Goblin oder so? Dann wird es natürlich. Ja, gut, aber es sieht, sieht so aus. Noch ein Rebelmeister. Oh Gott! Ja, das knallt jetzt halt nochmal. Ja, wird jetzt Burn richtig ver. Das ist sogar der Fauxpas, dass man die Chalice nicht gespielt hat, mittlerweile schon rum. Ja, juckt nicht mehr. Der juckt gar nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn du jetzt ein bisschen Combat. 3 Trigger. Ach, 2 Trigger. Ja, der wird ja auch immer reinknallen. Ja, das ist ja, die triggert ja trotzdem. Genau. Er triggert zuerst. Stimmt, dann enttappt er dann. Nee, es ist, die Idee ist, dass beide gleichzeitig sind und man sich jetzt aussuchen kann, was zuerst triggert. Ach so. Ja. Dementsprechend würde ich aber erstmal den kleinen Trigger machen. Ja, macht ja keinen Unterschied, du brauchst ja das Target dafür. Und, genau, den kann man oben drauf lassen oder man legt den in den Friedhof. Ich würde ihn oben drauf lassen. Ach nee, das war ja der, ja. Yes, der ist ziemlich mächtig. So, und dann geht jetzt ans. Genau, aber deswegen hätte man ihn in den Friedhof legen können, tatsächlich. 3, 4, 5, 6. Jetzt ist es nämlich eine Nullrunde. Genau, da ist eine Nullrunde für einen der Goblins. Und jetzt ist halt die Sache, wenn die erste jetzt ein Human ist. Das müsste die vierte sein von oben. Ja, von unten. Ich weiß es nicht. War sogar aber es kann sein, ja. dann hätte sich das zum Ball schon gelohnt. Plus halt. Ja, das hat sich erledigt. Das ist halt, wenn Vinota einmal an Laufen kommt, ne? Yes, wenn Vinota einmal läuft, machst du halt nicht mehr so viel. Und Vinota kommt erstaunlicherweise sehr, sehr schnell ans Laufen, gerade in dieser Shell.
Die Schelle ist wirklich, wirklich gut und macht zumindest beim Zuschauen meiner Meinung nach ultra Spaß schon. Ich bin nur am Überlegen, der spielt keine Trainingsferien da drin, ne? Nee. Der spielt wirklich als Stompy-Paket dann nur die Chalice. Ja. Plus halt die Länder und die Goblins. Boah, mehr braucht er auch gar nicht. Das Spannende ist halt, dass Magus of the Moon halt ein Human ist. Oh. Das heißt, du kannst den in Combat reinlegen, ohne dass er nicht reagieren kann. Ja, mit dem Mace musst du dann vorher reagieren. Ja. Was viele nicht tun, weil sie ja wissen wollen, was da rauskommt. Vielleicht ist das ja noch stärker. Ja, das hatte ich auch schon mit dem Fireflux Squad, dass Leute dann da saßen, ja, dann würde ich gern, nein. Nein, nicht mehr. Tut mir leid. Da passiert gerade mal gar nichts. Swift ist ein guter Start. Ja, Swift ist schön aggressiv. Noch besser. 5 Schaden 5. auf dem Board und 2 Trigger. Oh, so, yes. Den nimmst du auf die Hand. Dann noch ein Trigger. Ist ein Pyro. Der bleibt oben drauf. Der ist aber auch kein schlechter Draw. Ja, kommt drauf an, was man vorhat. Also hier würde ich nie mehr in den Dungeon gehen. Das würde ich wegfetchen, das Ding tatsächlich. Ja, hast du recht. Jetzt spielst du nicht mehr in den Dungeon. Ansonsten steht der Burn-Spieler da und freut sich Keks. Genau, weil dann geht der Burn-Spieler nicht in den Dungeon und du nicht. Dann verreckst du wahrscheinlich einfach im Dungeon. Ja. Wird auch weggefetcht. Yes. Sehr gut. Boah, das ist noch ein Affe? Sinnvollere. Kann Sache. Man vielleicht sogar auf Duel gehen? Ja, Duel ist halt gegen Burn immer wieder mit Pass of Progress ein bisschen gefährlicher, aber ich denke, ein Duel muss man immer nehmen. Ja. Ich glaube auch. Na, hier nicht. Dann bleibt man bei Rot. Hat man denn eine Weißquelle auf der Hand? Na, es kann natürlich sein, dass man jetzt City Goblin und dann Weißquelle wie Nota machen möchte. Oh, ich würde hier bei dem Board State. Ja, ist schon krass. Aber Burn ist hier halt auch. Hat er auch keine Chalice gehabt? Ne? Sonst hätte er die ja gedroppt mit dem Goblin. Also ich hätte die safe gedroppt. Ja gut, Chalice ist halt sehr, sehr, sehr gut gegen Burn. Muss man einfach sagen. Ja, wir haben ja jetzt mit Cast into Fire auch ein gutes gute Antwort ein dagegen. Rule Piece, das stimmt. Mit Upside. Also ich finde die Karte echt nicht schlecht. Hm. So, hier überlegt man, ob man die City legt. Mhm. Ich glaube halt, wenn du als Vinota-Spieler anfängst, hast du halt ein sehr, das ist noch krasser, egal gegen welchen Gegner, glaube ich, dass wenn Vinota anfängt, die Chance, dass man gewinnt, sehr, sehr, sehr viel höher ist. Ja, das ist auch manchmal, hast du ja generell bei den Stompy-Decks auch öfters, dass du, wenn du anfängst, schon quasi overhead ein bisschen bist gegen manche Spieler. Gerade gegen sowas wie Burn zum Beispiel, die nicht interagieren können, wenn du dann eine Chalice oder eine Trainingssphäre legst. Genau, weil sie einfach die nächsten paar Runden lang nichts machen. Genau, entweder dann erstmal das bis zum Removal die Mana aufbauen müssen oder halt erstmal ein Removal finden müssen. Da war doch eine Chalice auf der Hand. Ja, spannend. Finde ich spannend, da die so underwhelming gespielt wird. In der Welt, ja. Und jetzt sogar in den Dungeon gegangen wird, obwohl man da 3 Angreifer hat. Und der ist 5-3. Der ist gleich tot. Ja, wahrscheinlich. Also 3 Damage ist für Burn ja easy. Das ist Piece of Cake. Hm. Du wirfst dem jetzt gerade eine Win-Option dahin. Hm. True. Gerade weil du das Ding wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell wiederbekommst. Nee. Hatten wir jetzt am Wochenende, am Freitag bei dir, wo ich den, ich glaube sogar den habe resolven lassen, den removed habe und angegriffen habe und wusste, du kriegst die Initiative nie wieder. Genau, das ist so, so, so stark dann. Also Chain Lightning. Tötet den, das ist ein, oh wei, oh wei. Ja, easy peasy, ja. Ne? Grill den Loot. Da hätte ich safe die Chalice gespielt in Turn 1. Ja. Das beißt die jetzt gerade. Vor allen Dingen, da lägen die beiden Goblin Guides auch nicht. True. Dann lägt da gar nichts. Die ganze Hand wäre unplayable. Ja, Chalice ist halt so gut gegen Burn. Ja. Ja, jetzt noch der Backup mit dem Dings. Und jetzt haut er erstmal für 6. Das heißt, du bist dann erstmal auf 7. Und dann bist du nächste Runde quasi nein, schon bist tot. Du tot. Da ist noch ein Price. Ja. Nee, es ist der
Pyro, irgendwas. Der ja, ja, mit zwei Mountain-Opfern, genau. Du kannst Schaden schießen. Plus, du kriegst ja jetzt noch die Initiative, kannst in den Dungeon gehen, kannst du da Mountain raussuchen. Das, ja, der, das sind sogar die Dings faul. Also, das Deck zeigt dir gerade, also das Vinota-Deck zeigt dem, dem Besitzer gerade so richtig schön den Stinkefinger. Ja, kein Wunder, wenn Chalice nicht spielt gegen Burn. Ich verstehe es gerade auch nicht. So, da haben wir den R2-D2 auf dem Feld. Wunderschöne Mountains. Das sind die Ammonkett, ne? Yes. Um genau zu sein, die, die für das rote Set. Da, wo Nicole Bolas schon im Hintergrund auftaucht. Da sieht die Hörnchen. Der gute Gottfrau. So. Ja, Vinota, was machst du jetzt? Legion Warboss ziehen. Das glaube ich um. Das ist rum. Der Käse ist gegessen. Der müsste jetzt 6 Schaden schießen. Und selbst dann wird es eng. Ja. Also ein Fury Hardcast hätte nur 5 Schaden geschossen. Er hätte halt ein bisschen was gebracht. Ja, aber halt auch nicht so wahnsinnig. Deswegen, also die Chalice müssen halt einfach rein eigentlich. Ja, die Chalice müssen, also der hatte die ja gerade sogar auf der Hand. Deswegen verstehe ich das so überhaupt nicht, aber okay. Ja. Dafür darf man jetzt anfangen. Anfang ist, wie gesagt, bei Vinota ja echt gut. Ja, ich meine, selbst wenn du keinen vernünftigen Turn 1 Player hast, wenn du Turn 1 Chalice hast, ist schon mal das halbe los. Yes. So gehe ich tatsächlich mit so Decks auch an Burn ran. Ich gucke, dass ich eine Trinisphäre oder eine Chalice habe und danach richtet sich mein Spielplan. Ja. Weil gerade im normalen Stompy und da auch hast du relativ stark das Problem, ein Bolt schaltet deine komplette Engine ab. Ja, das stimmt. Also, ja, und tötet dich irgendwann einfach. Ja, klar. Also das ist halt das ist ein Caracas. Caracas Go. Das ist, glaube ich, so das Schlechteste, was man machen kann. Das ist zum Glück nur ein Suspender. So, jetzt show me your boobs. Da spielst du keine Kreatur rein. City. Naja, du könntest den Hund spielen. Im Planeswalker. Den Hund? Oh, Transfern sind wohl im Cycle. Oh! Oder sie sind im Mainboard und wurden Game 2 rausgebaut, weil man nicht on the play war. Ja, die schaltet Burn jetzt aber auch komplett ab. Also, erstmal. Jetzt kannst du nächste Runde vielleicht noch ein. Gibt da was? Da kommt eine Vinota. Heißt, er hat wahrscheinlich noch ein rotes Land und eine rote Kreatur auf der Hand. Ja, ist aber spannend, dass man es so rummacht, tatsächlich. Zumal Burn jetzt auch die 3 Mana hat für die Trinisphäre. Zwei Mana im Pool. Rotes Mana wahrscheinlich. Ja, Fetchable. Ist die Frage, ob man hier ein Duel nimmt. Ja, musst du eigentlich. Kleiner Hint für die Leute, die das nicht wissen, wenn ein Fetchland liegt und die City of Traitors liegt und du fetchst, wird die City nicht geopfert, weil das Land ins Spiel gebracht wird. Und man es nicht played. Ja. Ähnliches gilt auch für Boseju, when du es. Der bringt auch ein Land ins Spiel. Stimmt, ja. Oder Path to Exile. Oder Path to Exile, alles, was ein Land ins Spiel bringt. Assassin's Trophy und so weiter. Genau. Ich wollte gerade sagen, spielt der jetzt echt einen Affen aus? Das wäre jetzt gerade so der Gimp-Move gewesen. Gehe ich in Combat? Der passiert nichts. Okay. Okay. Man greift nicht mit der Minute an. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Da kann auch eigentlich nichts kommen. Ja, jetzt ist eh rum. Ja. Also das ist safe rum. Ja. Ja, wobei ist die erste Karte ein Smash?
Ist das nicht sogar der Ring-Spell? Das kann sein, ist das ein Sorcery oder Instant? Cast the Fire. Oh, ich glaube ein Instant. Das wäre gut, dann könnte man halt End of Turn das Ding exilen, dann jetzt aufräumen, dann weitermachen. Weil wenn Sorcery wäre, hätte die wahrscheinlich jetzt... Ja, jetzt kommt die End of Turn, ja. Das ist ein Smash tatsächlich. Smash the Smitherins. Zerstört ein Artefakt und der Beherrscher verliert drei oder zwei Leben? Drei. Drei Leben. Sehr, sehr gute Karte. Für Burn. Ist auch immer ein Argument, ist auch immer so ein bisschen, spielst du die, spielst du den Replicate-Zauber, spielst du Abrade? Man wird echt noch Smash gespielt. Interessant. Ja. Minota ist hier übrigens auf 16, da wird ein Fetch. Ja. Das kann wichtig sein. Gerade gegen Burn. Ja, ein Leben kann da schon einen Unterschied machen. So, jetzt ist die Trainingsferie weg. Jetzt hat man vier Mana da liegen. Das heißt, man kann eine Menge schöne Energien machen. Mit vier Mana kann Burn das komplette Board wegräumen. Ja, das stimmt. Ist die Frage, ob sie es auch wirklich wollen, beziehungsweise auch schaffen. Ja. Weil dafür braucht man echt eine Menge Handkarten dann. Dafür brauchst du für die Vinota mindestens eine große. Sag ich, da passiert, das wird nicht passieren. Das Einzige, was du machen könntest, wäre den Rebel Master und die Vinota abrüsten, einen Goblin mit Eile spielen und angreifen, um die Initiative zu bekommen. Da hast du aber immer noch keinen Blocker für den Backswing. Und da haben Land wurde gespielt. Ja, Land wurde gespielt. Ja, genau. Ja, da wird gerade gesagt 16. Oder mal, kannst du 16, nee, du kannst auch keine 16 Schaden in einer Runde schießen. Nee. Wobei für Vinota ist es halt wirklich machbar. Also, ja, ja. Wenn Vinota jetzt nicht irgendwie runtergemacht wird oder sonst was, kann das halt wirklich jetzt ein Problem sein. Was haben die denn sonst noch für Targets da drin? Okay. Ist der weiße Kraterhof ein Human, der jetzt gespoilert wurde? Nee, ist ein Spirit. Oh Gott sei Dank. Nee, du hast im Endeffekt, hast du halt die Dudes, die anderen Berserker. Magus of the Moons. Okay, reicht halt, ne? Spielst dann im Endeffekt Rot-Weiß-Initiative wie Nota. Genau. Dann hast du noch Furies, die triffst du aber nicht. Und vielleicht noch ein bisschen Sideboard-Kram. Wüsst jetzt aber nicht was. Ja, vor allem triffst du auch kein Solitude. Stimmt, können die ja auch spielen. Drei Mana, neuer Goblin. Jo. Neuer Goblin. Boah, das wird jetzt spannend. Das sind jetzt drei Trigger auf die Vinota. Nee. Ja, zwei, ja, stimmt, der andere Goblin ist ja tot. Warum? Ja, der wird jetzt schon hochgedrückt. Ja. Weil der Angriff. Ja. Jetzt noch ein. Erst Vinota, spannend. Oder man weiß natürlich, dass da einfach eine Human dann liegt, aber ne. Ja, ich glaube, das hat sich auch jetzt gerade gegessen, ja. Ja, ja, das. Das kommt der 2-1 Vinota King Burn. Krass, krass, krass. Wahnsinn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben vom Video. Ihr kennt das. Wenn nicht, Kanal abonnieren. Könnt ihr auch immer wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.